sprach Jesus: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Mir ist von meinem Vater alles übergeben worden. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn und der, dem es der Sohn offenbaren will. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn mein Joch drückt nicht und meine Last ist leicht. Unlängst, liebe Schwestern und Brüder, hat in einem neuen Buch der afrikanische Kardinal, der für die Gottesdienstkongregation zuständig ist, Sarah, bemerkt, dass es paradoxerweise in der Kirche seit 2 Jahrtausenden viele geschwätzige Theologen, lärmende Päpste, viele anmaßende und sich selbst überschätzende Nachfolger der Apostel gebe. Aber, so bemerkt er, die Kirche ist fest gegründet auf den Felsen, auf Petrus, und das heißt auf den Glauben an Christus, und auf den Felsen Golgotha. Ich bin sozusagen über diese Bemerkung gestolpert angesichts unseres Evangeliums heute, wenn von den Unmündigen die Rede ist. Man kann natürlich auch zu diesem Evangelium, dem sogenannten Jubelruf Jesu im Matthäusevangelium, viele Bemerkungen machen. Und man steht immer in der Gefahr, geschwätzig zu werden. Deshalb dachte ich mir, es ist gut, auf eine Stimme zu hören, die Stimme eines Einfachen. Natürlich passt das nicht hundertprozentig auf jeden und jede von uns, was wir da hören, denn es ist die Stimme eines Einsiedlers, der da schreibt. Noch nicht einmal sein Name ist bekannt, selbst den hat er noch in seiner Einfachheit verborgen. Es ist die Stimme eines Zeitgenossen. Aber was er hier bemerkt, hat die Tiefe des heutigen Evangeliums und ist vielleicht die bestmögliche Erklärung dazu. Du hast einen Verzicht geleistet. Er sagt das im Hinblick auf Versprechen und Gelübde. Aber wir sollten uns daran erinnern, das Taufgedächtnis, das Asperges am Sonntagmorgen ruft es uns jedes Mal in Erinnerung, dass nicht nur die sogenannten Experten Gelübde abgelegt haben. Auch mit der Taufe sind Versprechen verbunden. Wir übersehen das ganz schnell. Auch in der Taufe erfolgt eine Festlegung. Die Verzichte, die du leistest, beinhalten in sich eine Vielzahl von Leiden. Und dann zählt er das auf: die Unbequemlichkeit der Armut, die Isolation von den Geschöpfen, das Auflehnen des Körpers und des Geistes gegen die Askese. In der täglichen Praxis nimmt das alles ein trübes und unangenehmes Gesicht an. Selbst die Liebe bringt dich hier nicht viel weiter. Allein der Glaube verwandelt dies alles und versichert uns eine Bedeutung für die Ewigkeit. Und der Herr kann dein Kreuz noch erschweren. Er hat viele Möglichkeiten, um deine Empfindlichkeit, dieses herrliche Instrument des Leidens, zu benutzen. Er, der es geschaffen hat, spielt darauf wie ein Künstler. Man darf sich nicht darüber beschweren. Du bist in die Wüste gekommen, um dem gekreuzigten Christus ähnlich zu werden. Gott nimmt uns immer ernst mit dem, was wir tun. Gott nimmt uns immer ernst. Manchmal wirst du ihn deswegen tadeln wollen. Ein einziger Blick auf den Gekreuzigten kann dein Murren ersticken
ohne dass sich deswegen deine Leiden in Luft auflösen würden. Wenn deine Liebe wächst, wünschst du dir, am Kreuz ausgespannt zu sein. Dieser Wunsch ist der Gipfelpunkt. Sei nicht betrübt, wenn du davon weit entfernt bist. Es ist schon viel, sich nicht umzudrehen und zu flüchten. Jesus selbst ist nicht in einem Triumphmarsch den Kalvarienberg hinaufgeschritten. Wende deinen Blick nicht von ihm ab. Und misstraue dem Enthusiasmus der Bücher. Wenn wir die Regale anschauen über geistliche Literatur in den Buchhandlungen oder bestimmte Erfolgsautoren anschauen, ist das ein guter Ratschlag hier. Er führt den nach aus. Misstraue dem Enthusiasmus der Bücher. Es ist leicht, im eigenen Büro zu sitzen und Erhabenes zu schreiben. Die Heilige Schrift ist realistischer. Sie ist den geplagten menschlichen Herzen näher. Sie ist vom selben Gott inspiriert, der uns geschaffen hat. Unsere bitteren, resignierten Klagen werden Gott nicht missfallen, wenn wir sie an ihn richten. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Unser Stöhnen hat das Herz dessen, aus dem solch ein Wort hervorgegangen ist, nicht ungerührt gelassen. Wenn es auch nicht angeht, sich bei Menschen über Gott zu beklagen, so erlaubt er doch, dass man ihm süße Tadel macht. Du wirst dein Kreuz ohne Prahlerei tragen. Weder die Gnade, die dich unterstützt, noch die Energie, die du aus der Verbindung mit ihm schöpfst, ersparen dir dessen Schmerzen. Deine menschliche Natur wird weiterhin klagen und zurückschrecken vor der drückenden Last des Leids. Sie wird immer den Wunsch haben, davor zu fliehen, was dir weh tut. Nur die göttliche Natur wird sich darüber freuen können, auch wenn diese Freude nicht aus sich selber kommt, denn sie ist ein Geschenk Gottes. Man muss viel beten. Fürchte deine Schwäche, denn du bist nicht tüchtiger als die Apostel, die gegen die Prophezeiung Jesu protestierten. Ihr werdet alle in dieser Nacht an mir Anstoß nehmen. Und das passiert dann auch. Deine einzige Sicherheit ist Jesus, der dich für dich gebetet hat, dass dein Glaube nicht erlischt. Sei demütig und versuche nicht, die Gnade zu überholen. Es sind ganz einfache Worte, tief erfahren und, wenn man das so aus dieser Entfernung sagen kann, sicher auch tief erlitten, jeden Tag neu. Wenn ich die Stille, die jetzt so herrscht beim Zuhören, richtig interpretiere, sprechen diese Worte in das Leben eines und einer jeden hinein, der hier ist. Und wir sollten genau diese einfachen Worte mitnehmen. Denn mit diesen einfachen Worten sind wir auf dem richtigen Weg, der auch mich und dich einlädt, zu kommen, mit den Sorgen und Plagen, mit den Lasten, zu ihm zu kommen. Und sein Joch anzunehmen, damit wir die Last unseres Lebens und auch zuweilen die Kämpfe und Last unseres Glaubens tragen können.